Hi Leute, das ist Sano hier. Im Vorfeld des Ubisoft Forward Event, wenn ihr das hier seht, gab es bei IGN Live ein Interview mit Julian Gertie, der Kopf vom Division Franchises und der Kopf von Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws, wissen die meisten, denke ich, kommt am 30. August raus. Ist ein Open-World Star Wars Game, was richtig geil aussieht. Und in diesem Q&A, in diesem Interview, gab es so ein paar Sachen, die wir bisher noch nicht wussten. Wir werden neues Gameplay und so bekommen auf dem Ubi Forward. Das werden wir auch durch uns anschauen natürlich. Aber so die wichtigsten Erkenntnisse und Sachen aus diesem Interview, die habe ich für euch festgehalten. Und zwar wird Lando Calrissian. Ja, an alle, die Star Wars kennen, die werden wissen, wer das ist. Der ist in Star Wars Outlaws mit dabei. Und er wird einer der sogenannten Experten im Spiel sein. Ne, bei dem man neue Fähigkeiten erlernt und neue Upgrades für sein Gear, für den Speeder und für anderen ähnlichen Kram bekommen kann. Massive will, damit die Progression, die Charakterprogression ein bisschen untypischer gestalten. Das Ganze soll mehr Spaß machen, bodenständiger sein in Bezug auf die Open World und nicht einfach nur dieses, ja, du gehst im Menü und setzt hier ein paar Skillpunkte und fertig ist das. Wie man in den meisten, ich meine, ist nichts Verkehrtes so dran, aber ihr wisst, was es ist. Das ist so ein etablierter Kram. Wenn man das ein bisschen anders machen kann, dann bin ich da auf jeden Fall froh drum. So, Kay Vess, unsere Hauptprotagonistin, die hat einen Blaster und einen Greifhaken. Die beiden Dinge hat sie direkt zum Start, wobei der Blaster sich sogar noch deutlich modifizieren lässt. Ne? Der hat dann so Dinger wie eine Modifikation, wo man Gegner mit stunnen kann. Oder man kann den Blaster aufladen für eine etwas größere Explosion. Oder kann ihn sogar mit Ion, mit irgendwelchen Ionen bestücken, damit man mit Droiden besser klarkommt. Finde ich ganz geil, wenn du so eine Waffe hast, die mehrere Upgrade-Formen hat. Bin gespannt, wie man zwischen denen wechseln kann, ob das möglich ist. Oder ob das irgendwelche Anbauten sind oder so. Mal abwarten. So. Dann haben sie noch über die Metroidvania-Formel gesprochen. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich Metroidvania-Games, wo ihr zum Beispiel in ein Gebiet kommt, kommt dann an irgendeine Passage, da kommt ihr im Moment nicht weiter. Wenn ihr dann später irgendeine andere Fähigkeit bekommt, dann lohnt es sich dort nochmal vorbeizuschauen, weil ihr dann dort weiterkommt, was euch Story voranbringt oder irgendwelche anderen Goodies gibt oder ähnliches. Das soll auch hier in der Open World so sein, heißt, wenn man auf dem einen Planeten war und gefühlt sehr, sehr viel gemacht hat, dann wird es immer noch so ein paar Dinge geben, die man noch im Anschluss machen kann, wenn man halt gewisse Sachen abgegradet und oder gefunden hat. Finde ich sehr, sehr cool. War in den Jedi Games war es auch schon so. Mit das Beste an der Open World ist das, was Julian hier gedroppt hat. Und das zitiere ich euch. Passt auf. Mit das Beste an der Open World. Ihr startet zum Beispiel in einer Stadt. Ne? Verlasst dann die Stadt auf eurem Speederbike. Fahrt damit mit dem Speederbike in eine kleinere Siedlung, ruft dann euer Raumschiff, geht ins Raumschiff rein, fliegt damit in den Orbit, ballert ein paar TIE Fighter ab, geht dann ab in den Hyperraum und landet im Orbit eines anderen Planeten und landet dann auf diesem Planeten. Und das alles nahtlos. Ne? Also ohne Ladezeit, ohne alles. So wie man es Leute, die No Man's Sky gespielt haben, die werden das auch wissen. Es ist halt einfach geil, du startest auf dem Planet, fliegst hoch, fliegst in die Atmosphäre, in den Orbit. Einfach eine Erweiterung der generellen Open World in eine Space Open World. Und das in einem Star Wars Game, ich werde wahnsinnig. Yeah. Ja, und sonst, genau. Jetzt hab ich mich so schon reingesteigt, ich finde es so geil. Hoffe ich verkacken die das nicht. So, und dann zum Schluss sollen alle Planeten sollen unterschiedlich sein. Ich meine, eigentlich ein Ding, was man erwarten könnte, aber dass die es extra nochmal erwähnt haben, mal gucken. Ne? Also Massive ist, was Open World Crafting und Atmosphäre und Detailverliebtheit angeht, sind die absolut top. Ne? Da kann man Ubi und Massive vorwerfen, was man will. In dem Aspekt, das wird sicherlich geil. Ne? Am Rest muss man die Daumen drücken, aber ich denke schon, die werden die Atmosphäre werden sie definitiv hinkriegen, die ganzen Details, die ganzen verschiedenen Planeten, die werden sie auch hinkriegen von ihrer eigenen Atmosphäre her. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt auf das, was Ubisoft Forward uns an neuem Gameplay zeigt.
Und dann ist es ja bis August nicht mehr lange. Ne? So, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, Leute, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und jetzt, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye.